Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache mit meiner Serie Schach der Großmeister weiter. Und wir sind inzwischen im Jahr 1996 angekommen. Wir spielen gegeneinander Viswanathan Anand und Wladimir Kramnik. Anand hatte 1995 gewonnen gegen Jérôme Pickett. Die Partie hatte ich natürlich hier analysiert, genau wie alle anderen Partien davor. Ich ziehe diese Serie chronologisch durch. Kramnik und Anand, zwei ganz große des Schachsports, der 14. und 15. Weltmeister der Schachgeschichte. Sie haben 2008 um die Weltmeisterschaft gespielt in Bonn. Damals hat Anand gewonnen. Hier schreiben wir das Jahr 1996. Sie sind absolute Weltspitze, auch hier schon Top 5 der Weltrangliste. Kasparov war damals in der zweiten Jahreshälfte, hat das stattgefunden, 1996 die Nummer 1 in der Welt. Aber Kramnik war hier die Nummer 2, meine ich, und Vichy Nummer 4, 5. In dem Dreh rum. Das kann man online alles nicht so gut nachrecherchieren. Es gibt da ein paar Listen, die irgendwo gespeichert sind, aber da muss man immer genau hinschauen, weil die Zahlen mit den Zahlen hier auch teilweise nicht übereinstimmen. Ich weiß, dass es die zweite Jahreshälfte war, weil Kramnik kurz vorher das Sparkassen-Chess-Meeting in Dortmund gewonnen hatte. Das große Sparkassen-Chess-Meeting in Dortmund fand ja viele, viele Jahre statt. Großmeisterturnier in Deutschland. Kramnik 10-mal gewonnen dieses Turnier, Rekordsieger. Ich erwähne Dortmund auch, weil dieses Jahr findet die Sparkassen Chess Trophy, heißt es aktuell, zum 50. Mal statt. 50 Jahre Schach in Dortmund, 24. Juni bis 2. Juli. Ich werde mit dabei sein, ich spiele das A-Open mit. Es gibt auch ein B-Open, da kann jeder mitspielen, das ist offen für alle. Dann gibt es noch ein Großmeisterturnier. Kramnik ist dabei bei einem Showturnier, No Castling. Also, wenn ihr Bock habt, mal ein Over-the-Board-Turnier spielen, schaut euch einfach mal Sparkassen-Chess-Trophy an, Webseite, 24. Juni bis 2. Juli in Dortmund, im Pott, wenn ihr dabei sein wollt. Ich bin auch da. So, jetzt aber zu dieser Partie 1996. Anand hat Weiß. Die Regeln waren immer eine Stunde Bedenkzeit pro Spieler, ohne Zeitgutschrift. Das lief live im Fernsehen, Westdeutscher Rundfunk, Wladimir Hort und Helmut Pfleger haben das damals kommentiert, jede Sendung, spät abends im Westdeutschen, im dritten Fernsehen. Anand muss gewinnen, weil er Weiß hat. Kramnik reicht ein Remis, dann qualifiziert er sich fürs nächste Jahr. So, gehen wir rein. D4, D5, C4, E6, klassisches Damengambit, abgelehntes Damengambit. Springer C3, Läufer E7 hier. Springer F3, Springer F6, wir haben natürlich Damengambit, sehen wir natürlich ständig bei Großmeistern und es ist natürlich eine klassische Eröffnung, eine ehrwürdige Eröffnung, man lernt sehr viel, wenn man diese Eröffnung spielt, weil man bei beiden Seiten ihre Figuren auf natürliche Art und Weise entwickeln, die goldenen Regeln hier einhalten. Es ist so ein bisschen das Äquivalent zu Italienisch, Spanisch nach erstens E4, E5, ist so ein bisschen das abgelehnte Damengambit nach D4, D5. Läufer G5, der schwarzfeldige Läufer wird vor die Bauernkette entwickelt, bevor E3 geschieht. H6, Läufer H4, kurze Hochrade, E3. Jetzt wird der Platz geschaffen für den weißfeldigen Läufer. Und hier kommt ein typisches Entlastungsmanöver in dieser Stellung, das Lasker-Entlastungsmanöver, Springer E4. Greift den Läufer auf H4 an. Es wird erstmal getauscht auf E7, Läufer E7, Dame E7. Jetzt wird nicht auf E4 genommen. Gibt hier ein paar kleine Probleme, wenn man das macht. Warum wird Springer E4 nicht gemacht? D schlicht E4 und hier Springer D2 sieht für mich auf den ersten Blick vernünftig aus. Aber F5 gibt Schwarz hier schon eine schöne Struktur. Ist eigentlich ein Doppelbauer, aber Schwarz kontrolliert dieses wichtige Feld D3 und könnte eventuell Angriffschancen bekommen. B6, Läufer B7. Und dann am Königsflügel attackieren. Ne? Könnte passieren. Auf jeden Fall wird nie genommen auf E4. Unter den Top-Leuten. Im Prinzip wird ausnahmslos Turm C1 gespielt, um mit dem Turm auf C3 wieder zu nehmen. Springer schlägt C3. Turm schlägt C3. Und jetzt hier ganz solide C6. Ne? Also eine ganz, ganz solide Eröffnungsvariante. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals auch, glaube ich, in den 80er, 90ern auch immer wieder geblitzt mit Schwarz. Weil das wirklich viele Top-Leute gespielt haben. Auch Kasparov hat das gespielt mit Schwarz. Läufer D3. Entwicklung. Springer D7.
kurz Rochade. Ja, Schwarz hat jetzt noch das kleine Problem hier mit dem Läufer auf C8, dass er den noch nicht im Spiel hat. Aber das löst er bald. D schlägt C4. Läufer schlägt C4. Na, übrigens, statt D schlägt C4 gibt es hier noch einen sehr, sehr starken Zug. Auf den wollte ich noch hinweisen. Der ist später dann gefunden worden von den Schwarzspielern. Und zwar E5. Das ist hier sehr, sehr stark sofort. Es droht E4, diese Gabel. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass nach Schlagen auf E5, Schlagen auf E5, Schlagen auf E5, C schlägt D5. Dann hat Weiß hier eine Stellung mit dem isolierten Bauern. Ne? Irgendwann wird Schwarz auf D5 wieder nehmen und dann kann Weiß gegen den isolierten Damenbauern spielen hier. Oder den isolierten Bauern auf D5. Aber Schwarz hat hier den super Zwischenzug D schlägt C4. Läufer C4, Springer E5, Schlagen, Schlagen. Und das ist total ausgeglichen. Ne? Der Läufer kommt nach E6 raus, überhaupt kein Problem. Ein Turm wird nach D8 kommen. Stabile Struktur, keine Schwächen. Das ist wirklich total ausgeglichen. Also E5 ist hier ein starker Zug. Stattdessen D schlägt C4, Läufer schlägt C4. Und jetzt kümmert sich Schwarz um das Problem des Läufers hier auf C8, B6. Soll raus nach B7. Außerdem wird hier C5 vorbereitet. Läufer D3 zurück. Geht auf eine bessere Diagonale, C5. Läufer E4, greift den Turm an. Turm B8. Dame A4, greift den Bauern A7 an. Ich hatte gerade Kasparov erwähnt. Es gab mal ein Kandidatenmatch zwischen ihm und Wassily Smyslov 1984. Da spielte Smyslov Läufer C6 hier gegen Kasparov. Turm D8 ging es da weiter und das war auch ausgeglichen. Das heißt, es wurde damals von den Top-Großmeistern wirklich, diese Variante wurde viel diskutiert. Dame A4 ist immer auch so eine Modesache. Ne? Also zu bestimmten Zeiten wurden immer bestimmte Varianten gespielt und das abgelehnte Damengambit war wirklich eine, ja, ist natürlich immer noch, wird immer noch sehr viel gespielt, aber jetzt diese Variante hier war damals sehr, sehr populär. So, man kann hier A5 spielen, den Bauern direkt vorpreschen, aber Kramnik spielt Läufer B7, das ist völlig okay, greift den Läufer auf E4 an. Läufer B7, Turm B7 und jetzt deckt der Turm den Bauern A7. Interessanterweise spielte Kramnik diese Stellung hier, genau diese Stellung, ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später, ich weiß nicht genau, Ende 1996 in Las Palmas, das war ein Großmeisterturnier, super stark besetzt mit Kasparov, Karpov, Kramnik, Anand und noch zwei anderen Top-Spielern, spielte Kramnik gegen Kasparov hier Dame C2, konnte ein bisschen Druck aufbauen auf der C-Linie, aber letztendlich endete diese Partie Remis. Also aus der Eröffnung holte er letztendlich auch nichts raus. Aber sehr interessant, dass er die gleiche Stellung auch mit Weiß wieder spielte. Anand spielt hier Turm D1. Normaler Entwicklungszug, das ist nichts Besonderes. Jetzt könnte man mit Schwarz hier Turm C8 spielen. Stabil, ne? Turm ins Spiel bringen, den anderen Turm auf die C-Linie eventuell. Aber er gießt so ein bisschen Öl ins Feuer mit B5 hier, greift die Dame an. Dame B3. A5, der nächste Bauer. Ja, hier könnte man überlegen, C4 zu spielen, finde ich. Aber, bumm, Turm schlägt C4. Großer Fehler. Ne? Der Bauer ist gefesselt und Weiß gewinnt hier einen dicken Bauern. Also C4 geht nicht. A5 prescht weiter vor. Man muss hier ein bisschen aufpassen mit Weiß. Nicht, dass man erdrückt wird von den Bauern. Und deswegen ist jetzt an der Zeit, auf C5 zu schlagen. D schlägt C5. Springer schlägt C5, greift die Dame an. Dame C2, greift den Springer an. Springer A6. Stellt den Springer hier an den Rand. Ist aber nicht schlimm, weil er nach B4 möchte. Und das verhindert jetzt Anand mit A3. B4. Jetzt gibt es hier aber eine Angriffsmarke. Turm C6, greift den Springer an. Und das ist hier sehr interessant. Wenn man das mit der Engine analysiert, irgendwie fast 40 Jahre später. Das ist 40? Ne, das sind 30 natürlich. Ist hier B schlägt A3 sehr stark. Interessanterweise. Turm schlägt A6, schlagen auf B2. Und diese Stellung ist super gefährlich für Weiß. Man kann zum Beispiel nicht auf A5 nehmen hier, wegen Dame B4. Und auf Turm B1 kommt Dame D7 mit der Idee Turm C8 hier. Super, super gefährlich. Und hier muss Weiß einige wirklich einzige Züge finden teilweise, um das Remis zu halten.
Auf B schlicht A3 kann man natürlich auch auf A3 zurücknehmen und das ist halt auch ausgeglichen, dann muss der Springer ziehen und passiert ihm letztendlich auch nicht so viel. Kramnik spielte nicht B schlicht A3, sondern Turm C7. Ja, hier ist nicht mehr viel los, wenn man ehrlich ist. Springer D4, B schlicht A3, B schlicht A3. So, jetzt kann Schwarz auf A3 nicht nehmen, weil C7 natürlich angegriffen ist. Und wenn Schwarz hier nimmt, dann kommt natürlich Dame C6 und greift den Springer an. Turm FC8. Und jetzt muss Weiß vorsichtig sein. Turm C7, Dame C7. Ja, und die Stellung ist sehr, sehr ausgeglichen. Turm C1 zum Beispiel könnte man spielen und alle Schwerfiguren tauschen. Reines Springer-Endspiel mit jeweils 5 Bauern. Anand spielte aber Dame E2, geht mit der Dame weg. Er wollte vielleicht noch so ein bisschen weiterspielen, aber er wurde schnell eines Besseren belehrt. Dame C4. Der Damentausch führt natürlich zu einer Stellung, in der Schwarz den Turm mit dem Turm die offene C-Linie kontrolliert. Nicht wünschenswert aus weißer Sicht. Dame B2 hätte man jetzt hier spielen können, sollen vielleicht, aber vielleicht gefiel ihm Turm B8 nicht. Stattdessen Dame F3 mit der Idee Dame B7 hier. Springer C7 mit der Idee Springer D5. H3 und hier wurde die Partie schon Remis gegeben. Anand bot Remis an, Kramnik nahm es natürlich an und die Spieler wurden natürlich noch im Nachhinein befragt. Ich habe mir noch die Sendung angeschaut auf YouTube. Es gibt alle Sendungen von damals, werden hochgeladen auf YouTube. Sehr, sehr interessant. Und Anand meinte einfach nur, nee, das ist ja total Remis hier, was sollen wir hier noch weiterspielen? Aber du hättest doch gewinnen müssen, meinte Helmut Pfleger, um nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Ja, aber wir können noch 100 Züge machen, es bleibt Remis. Bisschen einsilbig seine Antworten und sehr zurückhaltend. Eine sehr trockene Partie auf technisch allerhöchstem Niveau zwischen zwei Topspielern endet dann halt mal auf diese Art und Weise Remis. Wir kriegen nicht immer Glanzpartien präsentiert hier, aber ich will natürlich die gesamte Serie Schach der Großmeister durchanalysieren und mit neuem Auge betrachten. Neuem Auge, also mit einem Blick aus dem Jahr 2023, sagen wir es mal so. Und mit neuen Engines nochmal analysiert. Ne? Gut, das war das Jahr 1996 über Schach der Großmeister. Dann 97 das nächste Mal mit Kramnik. Ne? Macht's gut, bleibt mir gewogen. Bis dann.